Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Flux-Tutorial. Heute geht es um was sehr, sehr Kurzes, und zwar, wie ihr eure Applikation multithreaded machen könnt. Zunächst einmal, warum mache ich dazu wirklich ein eigenes Video? Ganz einfach, ich habe am Anfang relativ lange gegoogelt, bis ich mal eine Lösung gefunden habe. Das möchte ich hier mit diesem Video vielleicht anderen ersparen. Es dauert wirklich lange, bis man so einen Fehler rausfindet. Und was ist zunächst einmal der Fehler? Ganz einfach, der Fehler ist folgender: Wenn wir nur einen einzigen Thread haben, sprich wir lassen alles so, wie es aktuell ist, dann kann immer nur ein Benutzer auf einmal gesurft werden sozusagen. Das heißt, wenn jemand drauf zugreift, dann warten alle anderen, bis dieser Nutzer fertig ist mit seinem Request, also bis der seine Website gesehen hat. Wenn sich dann eure App irgendwann mal vielleicht aufhängen wird oder einfach nur lange braucht, dann ist die Performance einfach so unglaublich beschissen, dass jeder eurer Benutzer wirklich, wirklich lange wartet. Und das resultiert dann darin, dass sie höchstwahrscheinlich irgendwie keinen Bock mehr haben, das zu benutzen. Und ja, die Lösung ist super, super simpel. Und zwar kann man hier bei app.run einfach threaded gleich true übergeben. Und dann habt ihr hier eine multi-threaded Application. Das bedeutet, wenn jetzt ich auf diese Website oder diese API zugreife, dann bin ich ein Thread. Und solange ich halt existiere, also solange ich irgendwie einen Request mache, bin ich auch in diesem Thread vorhanden. Und wenn mein Request fertig ist, wird der Thread wieder automatisch beendet. Wenn jetzt jemand anders gleichzeitig wie ich auf diese Website zugreift, dann ist der auch ein Thread. Das heißt, wir werden sozusagen beide gleichzeitig gesurft. Also wir bekommen beide gleichzeitig eine Antwort. Das ist nicht der Default. Ich weiß nicht, warum Flask sich dagegen entschieden hat, das zum Standard zu machen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, hier mehrere Threads zu machen, denn unsere Anfragen sind ja komplett unabhängig voneinander, normalerweise zumindest, außer ihr habt irgendwie, keine Ahnung, einen Wettbewerb, bei dem es wirklich darum geht, wer als erster diesen Request hier startet, dann könnte ich mir vorstellen, dann macht Threaded vielleicht keinen Sinn, aber in jedem anderen Fall macht hier eigentlich Threaded gleich True wirklich Sinn. Das heißt, hier meine Empfehlung, einfach das hier reinpacken und schon habt ihr euch einige Probleme wirklich erspart. Ein anderes kleines Ding, was ich euch auch noch mitgeben möchte auf dem Weg, ist folgendes. Dieses app.run ist scheißegal, ob das hier in diesem Name gleich Main steht. Es muss aber unterhalb von allen Funktionen stehen, sonst werden die einfach als Error 404 gehandhabt und das macht euch wahrscheinlich nicht ganz so sehr glücklich. Okay, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Sorry dafür, dass es nur so kurz ist. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.